Willkommen bei Meile TV. Ich bin Jörn Meyer, technischer Trainer. Heute geht es um das Getriebe ZF8HP. Im Speziellen machen wir heute einen Ölwechsel bei diesem Getriebe. Dazu haben wir hier auf dem Tisch die Komponenten, die in unserem Ölwechselkit vorhanden sind. Einmal das Getriebeöl, die Ölwanne mit integriertem Filter, eine detaillierte Einbauanleitung, die Schrauben für die Ölwanne und die Befüllschraube mit neuem Dichtring. Ich werde jetzt gleich den Ölwechsel durchführen. Dazu sehen wir uns gleich am Auto. Nachdem wir nun den Unterfahrschutz abgebaut haben, können wir beide Halter hier neben der Ölwanne entfernen und danach das Öl ablassen. Während des Getriebeölwechsels prüfe ich immer auch die Steckerhülse, da wo der Kabelstrang praktisch in das Getriebegehäuse reingeht. Ich habe jetzt hier festgestellt, dass Öl austritt. Hier relativ einfach bei ZF kann man die Steckerhülse tauschen. Dazu bedarf es hier einer Schraube und einem Halteblech, was man rausschrauben muss. Die Führungsnase des Steckergehäuses nun in den dafür vorgesehenen Spalt des Getriebegehäuses einführen. Die Schraube ist mit 8 Newtonmeter anzuziehen. Jetzt schrauben wir gleich die neue Ölwanne mit integriertem Filtermedium an und befüllen danach das Getriebe. Bitte die vorgeschriebene Anzugsreihenfolge beachten. Während der Motor läuft, durch alle Wählhebelpositionen schalten. Jede Wählhebelposition für 3 Sekunden mindestens halten. Thank you.
die Automatikgetriebe Öltemperaturen nun auf 30 bis maximal 50 Grad bringen. Dieses Fahrzeug ist mit einem externen Getriebeölkühler ausgestattet. Aus diesem Grund haben wir das Getriebe mit etwa 0,5 Liter Getriebeöl überfüllt. Damit der Ölkühler-Thermostat öffnet, muss die Getriebeöltemperatur mindestens 75 Grad betragen. Danach ist erneut der Ölstand zu prüfen und gegebenenfalls ist Öl nachzufüllen. Nach Beendigung des Getriebeölwechsels müssen wir nun eine Probefahrt durchführen.